Hallo Leute, hier ist German Guitar Power und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Intro von Schrei nach Liebe von den Ärzten auf Gitarre spielen könnt. Ja, ich habe euch das schon mal gezeigt und dieses Video ist auch gar nicht verfügbar oder habe ich mir zumindest jetzt vorgestellt, dass es nicht verfügbar ist, sondern dass ihr auf einen Link geklickt habt und darum seid ihr jetzt auf dieses Video gekommen. Und zwar, ich habe es jetzt in einem anderen Video, habe ich das ja schon mal erklärt, wie eben gerade angedeutet, aber ich habe da ein paar Lücken gelassen, da ich das damals selber nicht so gut konnte. Und ja, die Lücken würde ich jetzt gerne schließen und ich möchte es euch einfach nochmal ganz neu erklären. Und ich spiele es einmal richtig vor, ich habe es im anderen Video falsch vorgespielt, vielleicht, ihr hört bestimmt einen Unterschied. Und ja, so, ich habe jetzt hier keine E-Gitarre, sondern nur eine Western-Gitarre, seht ihr ja. Das wäre jetzt viel zu viel Aufwand, meine E-Gitarre hier hinzuschleppen für dieses eine kleine Video. Also. So geht das Intro, das spielen die ja, glaube ich, zwei, drei Mal. Und dieses hier, dieses... Ups, ich bin noch falsch. Das spielen die nur ganz am Ende. Aber ich zeige jetzt trotzdem mal, wie das ganze Intro geht. Wir starten, oder wir brauchen eigentlich immer nur unsere Finger hier in dem Bereich von den Bünden 7 bis 9. Und wir tun unseren... Also ihr tut euren Finger, ich empfehle euch diesen Fingersatz hier, dass der Ringfinger den 9. Bund abdeckt, der Mittelfinger den 8. Und der Zeigefinger den 7. Und ja, ich tue jetzt meinen Finger in den 9. Bund auf die G-Seite, ist der Ton hier, und schlage das zweimal an. Jetzt gehe ich mit meinem Zeigefinger in den 7. Bund auf die H-Seite. Und jetzt kommt Folgendes, nämlich der Ton hier. Also wir haben so 9, 9, 7. Jetzt gehen wir mit unserem Mittelfinger in den 8. Bund auf die H-Seite. Also so. So, nochmal. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt schlagen wir wieder hier mit den 7. Bund an auf der H-Seite. Jetzt gehen wir einen hoch in den 7. Bund auf die G-Seite und wieder zum 9. Bund auf die G-Seite. Das ist der erste Teil vom Intro, der geht ja so. Jetzt kommt dieses hier. Da machen wir einen kleinen Übergang, nämlich wir greifen einmal 9. Bund G-Seite, einmal. 9. Bund G-Seite, 7. Bund G-Seite und zweimal wieder 9. Bund G-Seite. Also 9, 7, 7, 7. Also so. Nee, Entschuldigung. Wenn ihr jetzt hier von euer letzter Ton im ersten Teil ist ja hier das G, dann schlagt ihr es nochmal an. Also. Dann hier geht er in den 7. Also, oh Mann, ich muss mir das selber vorspielen, Entschuldigung. Genau, machen wir so. 9, 7, 9, 9. So. 9, 7, 9, 9. Und jetzt geht es wieder einigermaßen vorne los. Also so. Jetzt gehen wir, nachdem wir dieses 9, 9 haben, 7, 9, 9, gehen wir, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schnupfen, in den 7. Bund auf die H-Seite. 8. Bund H-Seite. Jetzt aufgepasst, 10. Bund H-Seite, 8. Bund H-Seite, 7. Bund H-Seite, 7. Bund G-Seite und 9. Bund G-Seite. Insgesamt klingt es dann so. Und wenn man alles zusammenspielt, klingt das so. Also, nochmal von vorne. So, das spielt man, glaube ich, insgesamt zweimal. Ich mag falsch liegen. Auf jeden Fall, wenn ihr in die Strophe geht, ne? Also, du bist wirklich saudum. Darum geht's dir gut. Dann machen wir Folgendes. Machen wir dieses hier. Also. Da
Dann machen wir hier einen siebten Bund auf der G-Seite. Zwei Schläge. Ne, drei Schläge. 1, 2, 3, 9. Genau, drei Schläge im siebten Bund auf der G-Seite und einen im neunten Bund. Und das Gesamte ist dann so. So, und somit könnt ihr Schreinerliebe, zumindest Intro, auf Gitarre spielen. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte und eventuell konnte ich euch ja, vielleicht habt ihr das Video ja nicht weggeklickt, sondern seid wirklich auf den Link gegangen und jetzt könnt ihr das Intro auf jeden Fall hundertprozentig richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.